Ich hatte ja kürzlich nebenan die Balkon-PV installiert. Meine erste Berührung mit so Balkon-PV-Geschichten. Ich habe ja nur meine selbst gebastelte PV-Anlage hier. Ja, und da hatte ich ja erwähnt, ich wollte da nochmal einen Speicher mit zu dran basteln. Und es gab ja auch tatsächlich gleich direkt einiges an Kommentaren dazu. Fand ich auch ganz interessant und unterhaltsam, weil es ging so von geht nicht und geht mit dem Wechselrichter nicht und geht allgemein nicht und geht nicht, weil Spannung zu hoch. Ja, alles irgendwo grundsätzlich erstmal nicht falsch gewesen, durchaus richtig, weil klar geht das mit dem Wechselrichter nicht, weil es ist ja kein Hybridwechselrichter, ne? Also kann man da keinen Akku anschließen, hat er da keinen Stecker für. Ist ja nicht falsch. Dann, nächster Punkt, ja, sicher, wenn man da jetzt irgendwie rigoroserweise an den MPP direkt einen Akku anschließen will, dann kann man das vielleicht auch tun, aber dann braucht er natürlich eine Spannung, die größer 50 Volt liegt, was entsprechend der MPPT braucht im Wechselrichter, dass der anfängt zu arbeiten. Ja, ist also auch mit einem Fragezeichen versehen. Deswegen, ja, grundsätzlich geht es aber natürlich doch, beziehungsweise es gibt theoretisch und praktisch eine Möglichkeit, wie man es machen kann, sonst hätte ich ja nicht gesagt, dass ich es machen will, wenn es nicht gehen würde. Und genau das wollen wir uns jetzt hier mal ein bisschen angucken. Das ist jetzt so ein bisschen so die Planung des Ganzen, was ich mir gedacht habe. Ich wollte das mal ein bisschen mit euch ausbreiten, weil es gab ja doch ein bisschen Interesse dazu. Und ich glaube, es trifft vielleicht auch den einen oder anderen mehr. Diese Balkon-PV-Geschichten sind ja doch ein bisschen verbreitet. Und ja, deswegen dachte ich, machen wir jetzt hier mal so ein bisschen so ein Planungs- und Theorie-Video, wie das Ganze aussehen könnte und wie ich vorhabe, das umzusetzen. Stellt sich natürlich erstmal die Frage, was denn überhaupt für ein Akku? Ja, man sieht hier ein Akkumodul aus einem 90 Kilowattstunden Tesla Akku von 2016, müsste das glaube ich gewesen sein. Das war mal jenes, welche ich verwendet hatte, ganz zu Anfang, wo ich meine PV-Anlage angefangen habe. Mittlerweile habe ich ja die blauen Klötze, ne? Jeder kennt sie, die LFP-Akkus. Und ja, das war immer so der Start mit einer 24-Volt-Anlage quasi, mit diesen 6S-Modulen, die dann so um die 200, 220, 230 Amperestunden haben, sowas in der Größenordnung. 444 Zellen drin. Davon sind ja 16 Stück in so einem Akku drin, was dann entweder so in 85 oder 90 Kilowattstunden mündet. In der letzten Generation dieser Akkus auch mit knapp 100 Kilowattstunden. Ja, jedenfalls ist eins davon liegt hier noch rum und das liegt schon seit einer Weile. Ich hatte das mal zwischenzeitlich versucht, bei Kleinanzeigen zu verkaufen, aber zwischen den ganzen Doktoranden und Professoren und Physikern, die einem erklären wollten, wie schlecht so ein Akku ist, gab es dann doch keine interessanten Käufer. Deswegen liegt es noch bei mir, weil verschenken muss ich es ja auch nicht. Und wie der Erfahrene weiß, ne, wenn man so ein Ding kühl und trocken lagert und halb geladen, dann passiert da ja auch nicht viel dran. Und dann kann man das natürlich auch noch wieder auspacken nach ein paar Jahren und nochmal wieder verwenden. Genau das ist jetzt mein Plan. Dementsprechend wollte ich mir das hernehmen. Ja, stellt sich jetzt aber auch natürlich die Frage, ja, wie schließt man das jetzt an? Das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, überraschenderweise. Wie wir hier sehen, ne, haben wir ja die PV-Module, die gehen an den Wechselrichter und der Wechselrichter speist ins Stromnetz ein, beziehungsweise vor dem Zähler ins Hausnetz und das dann ins Stromnetz, wenn im Haus keine Leistung abgenommen wird, die größer als der erzeugten ist. Soweit, so simpel. Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man mit dem Speicher angreifen kann. Das liegt jetzt auch gar nicht unbedingt an der Balkon-PV, das ist bei PV-Anlage allgemein eigentlich so. Man hat verschiedene Möglichkeiten, wie man mit dem Speicher agieren kann. Es gibt einmal die Möglichkeiten AC-Speicher, das heißt also der Speicher speichert natürlich trotzdem DC logischerweise, ist klar, aber der hat nochmal einen eigenen Wechselrichter und der hängt mit am Netz, also quasi am Wechselstromnetz. Halte ich persönlich nahezu gar nichts von so einer Lösung. Da mache ich mir jetzt wahrscheinlich auch Freunde mit, wenn ich das sage, aber ich sehe es halt einfach so, weil wirkungsgradtechnisch ist das nicht wirklich was. Ne? Also man hat erstmal einen zweiten Wechselrichter, den man betreibt und den betreibt man auch dauerhaft. Auch wenn man nur 5 Watt aus dem Speicher braucht, dann läuft das Ding und hat seinen Standby-Verbrauch bzw. seinen Betriebsverbrauch. Dann läuft das Ding rund ums Jahr, wenn der Akku rund ums Jahr betrieben werden soll. Außer man schaltet das Ding irgendwann im Herbst ab. Und ich habe tatsächlich aus dem Bekanntenkreis ein paar Erfahrungen dazu. Da erzählen mir die Leute, dass so ein Speicher tatsächlich im Winter Strom aus dem Netz bezieht, um nicht zu sterben. Weil die Selbstentladung auch über diesen zusätzlichen Wechselrichter, den man da hat, weil so groß ist, dass der PV-Ertrag teilweise nicht reicht, um das Ding aufrechtzuerhalten. Und da weiß ich nicht, da kann ich nur müde drüber lächeln. Ne? Also das ist in der Praxis ist es nichts. Nee, also das überspringen wir mal. Deswegen nehmen wir natürlich einen DC-Speicher. Also der Speicher wird quasi am DC-Teil der PV-Anlage angebunden. So ist das ja auch, wie ich das bei mir gelöst habe. Ich habe ja MPPTs für die einzelnen PV-Felder und die arbeiten erstmal alle auf den Speicher und von da greift dann der Wechselrichter an. Das heißt also, man hat auch ein verlustbehaftetes Glied weniger in der Kette, weil man hat ja nur einmal einen Wechselrichter.
und muss den Strom nicht mehrfach erst wechselrichten und wieder gleichrichten und wieder wechselrichten, bis er dann irgendwann mal in der Last angekommen ist. Ne? Das ist also so der deutlich kürzere und direktere Weg. Ja, stellt sich natürlich die Frage, wie bindet man den da jetzt an? Erste Möglichkeit, und ich wusste tatsächlich gar nicht, dass sowas überhaupt als Möglichkeit verwendet wird, aber ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesehen und einige hat mich auch darauf hingewiesen, dass ich tatsächlich mittlerweile glaube, dass es tatsächlich Leute gibt, die das so machen. Und zwar einen Akku bzw. einen Speicher mit der passenden Spannung direkt an den MPPT anschließen vom Wechselrichter. Ja, ne, also grundsätzlich, es funktioniert erstmal irgendwie, weil der Wechselrichter ist ja selbstbegrenzend. Das heißt also, der MPPT versucht dann den Maximum Powerpoint des Akkus zu finden. Der ist natürlich theoretisch unbegrenzt, ne, weil der Akku im Kurzschlussfall liefert einen beliebig hohen Kurzschlussstrom, der nur vom Innenwiderstand abhängig ist des Akkus. Dementsprechend besteht natürlich die Möglichkeit, dass man sich seinen Wechselrichter damit zerschießt. In der Praxis passiert das natürlich nicht, weil der Wechselrichter ja irgendwo einen gewissen Überlebensdrang hat, sage ich mal. Und dann entsprechend begrenzt bei seiner Maximalleistung. Es ist aber trotzdem ein bisschen gegen jede Regel, die im Datenblatt steht, weil man hält sich damit natürlich nicht an die maximale Leistung, die man an einen MPPT anschließen darf, die da drin steht. Und man hält sich auch nicht an den Kurzschlussstrom, den die Module, die man ja nicht hat, maximal haben dürfen, die man da anschließt. Dementsprechend sollte da doch, wenn man das so machen möchte, an dieser Stelle mindestens mal eine möglichst schnelle Sicherung dazwischen sein oder im besten Fall noch irgendwie ein anderes Überstromschutzorgan, was einen größeren Brand verhindert, sage ich mal, ne? Weil wenn der Wechselrichter tatsächlich mal einen Fehler haben sollte oder ähnliches und der muss den Kurzschlussstrom eines angeschlossenen Akkus irgendwie wegstecken, dann geht er ziemlich schnell in Flammen auf, möchte ich mal sagen. Auch wenn der Akku da dran ist, irgendwie so eine 100 Amperestunden LFP-Batterie mit einem eingebauten BMS, was irgendwo bei 200 Ampere begrenzt, das ist ja 10, 15-fach über dem, was so ein MPPT in so einem Wechselrichter eigentlich an Strom überhaupt haben darf. Von daher ist das so eine Option, ja, kritisch. Also es funktioniert offenbar in der Praxis, aber ich hätte es jetzt tatsächlich nicht so gemacht. Gibt auch ein paar Punkte, die ich als Nachteile werte dabei. Und zwar einmal schon, wie gesagt, hat man keine Strombegrenzung. Das heißt also, der Wechselrichter läuft in seinen Anschlag und macht dann maximale Leistung, beziehungsweise das, was er bei der vorhandenen Spannung halt an Leistung bringen kann. Ne? Also wenn man jetzt an einen 50 Volt MPPT da einen Akku mit 60 Volt anschließt, mal als Beispiel, dann wird er auf seine maximale Leistung gehen und gut. Ne? Wenn der Akku natürlich irgendwie über die Zeit unter 50 Volt geht, dann wird er in der Leistung reduzieren. Ne? Das heißt also, wenn er dann irgendwann nur noch 48 oder 45 Volt hat, dann wird der MPPT meinetwegen da anstatt 600 noch 400 Watt rauskriegen oder so, jetzt mal als Beispiel, ne, in welcher Richtung sich das bewegt. Zweiter Punkt, keine Regelung. Es kommt ja irgendwo im ersten Punkt zusammen. Ne? Also das heißt also, ich kann nicht bestimmen, was für eine Leistung ich jetzt gerade gerne aus dem Akku halt rausnehmen möchte. Also ich schließe den Akku da an und es wird irgendein Leistungsnetz eingespeist und ich habe ja keine Handhabe, ich kann nichts regeln. Außer ich habe jetzt am Wechselrichter die Möglichkeit, seine Leistung zu regeln. Aber bei den meisten Modulwechselrichtern, wenn wir jetzt mal bei Balkon-PV bleiben, da habe ich diese Möglichkeit ja nicht. Das heißt also, es passiert einfach irgendwas und ich habe es nicht in der Hand, sagen wir es mal so. Dann der dritte Punkt, auch damit verwandt, ich habe keine Steuerung der Stromrichtung. Ne? Also ich schließe den Akku da an und ich kann da gar nicht bestimmen. Wird er jetzt geladen über die PV-Module, die da parallel noch mit dranhängen, eventuell oder auch nicht? Oder wird er jetzt entladen in den Wechselrichter? Oder habe ich eine Umschaltung und betreibe den Wechselrichter tagsüber mit den PV-Modulen und nachts aus dem Akku, aber wie lade ich dann den Akku? Habe ich eine zweite Anlage, die den Akku lädt oder so, ne? Also es ist, also vielleicht merkt man es hat irgendwie nicht so richtig Hand und Fuß, es passt nicht zusammen. Also es kommt nicht so richtig auf den grünen Zweig, wo man sagt, jo, das ist es. Deswegen ja, sieht das bei mir jetzt so aus, dass ich da natürlich einen Wandler zwischensetze und dieser Wandler wird ein Synchronwandler sein. Das heißt also, der hat die Möglichkeit, Strom in beide Richtungen zu schieben. Der kann also einmal als Step-Up-Regler funktionieren. Das heißt also, vom Akku setzt er die Spannung hoch auf die MPP-Spannung des Wechselrichters und speist dann damit ein. Er kann aber andererseits auch als Step-Down-Wandler fungieren und kann dann Leistung abzweigen von den PV-Modulen Richtung Akku sozusagen. Das heißt also mal als Beispiel, irgendwie die PV-Module bringen 800 Watt und der Wechselrichter kann davon 600 aufnehmen, dann bleiben 200 über. Die kann ich ja dann mit dem Synchronwandler noch davon abzweigen. Ja, das geht ja tatsächlich. Der darf dabei aber natürlich nicht als MPP arbeiten, der muss dann natürlich mit einer konstanten Leistung arbeiten, weil zwei MPP-Regler an einem Knotenpunkt, die würden sich aufschwingen. Also das würde nicht funktionieren. Deswegen ist das jetzt so die Lösung, die ich verfolgen werde.
Hier nochmal ein paar Punkte dazu. Ne? Also, wir haben einmal einen begrenzten Strom. Das heißt, also ich kann über den Wandler ja vorgeben, okay, machen wir jetzt mal 5 Ampere oder 10 Ampere oder wie viel auch immer. Jedenfalls eine begrenzte Größe, die nicht den Wechselrichter in Gefahr bringt und die auch nicht den Akku in Gefahr bringt. Das heißt also, ich habe eine Kontrolle darüber. Damit hängt ja zusammen, dass ich die Leistung regeln kann. Ne? Also ich kann sagen, ja komm, gib mir jetzt mal irgendwie 100 Watt oder so, die du damit einspeist, weil im Haus werden gerade 100 Watt verbraucht. Und das sind die, die ich jetzt gerne noch mit dazu hätte. Oder meinetwegen 200, ist ja egal, man hat ja dann alle Möglichkeiten. Ne, und der dritte Punkt ist natürlich, ne, ich kann laden oder entladen. Ne? Ich kann über den Wandler sagen, nehme ich jetzt Leistung raus aus meinem Konzept Balkon PV oder gebe ich Leistung dazu in meinem Konzept Balkon PV. Ne? Das heißt also, ich kann die Richtung steuern. Das ist natürlich das, womit ich schon mal alles in der Hand habe, was ich haben möchte. Ja, das heißt also, das ist das, was es werden soll, logischerweise, und was wir jetzt weiter verfolgen wollen. Und dafür gucken wir jetzt erstmal kurz, wie so ein Wandler dann theoretisch und in der Praxis prinzipiell funktioniert. Dazu habe ich hier einmal ein Sinnbild eines solchen Synchronwandlers dargestellt. Gucken wir uns das einmal kurz so an. Das hier ist jetzt die Darstellung von den PV-Modulen und das hier ist jetzt die Darstellung des Wechselrichters. Also das ist nicht das richtige Symbol. Das war jetzt mal so eben schnell, was ich da im Portfolio gefunden habe. Also man möge es mir verzeihen. Das heißt also, das hier ist der Zusammenschluss aus PV-Modulen und Wechselrichtern. Also einmal die Balkon-PV quasi als Einheit. Hier auf der anderen Seite haben wir einmal die Batterie, jetzt mal als eine Zelle dargestellt. Ist natürlich auch nicht ganz richtig, aber ne, mal schemenhaft, was es sein soll. Und hier in der Mitte, das ist dann der Synchronwandler, die 5 Bauteile. Also eigentlich erstmal so vom ersten Eindruck bestechend simpel. Und genau genommen ist es das auch. Ne? Also wir sprechen da jetzt mal drüber. Die gestrichelten Linien stellen jetzt halt die Anbindung dar jeweils. Hier ist einmal der Akku angeschlossen an der Seite und auf der anderen Seite wäre dann die Balkon-PV. Die natürlich, ne, Module sind immer dran am Wechselrichter, also da wird nichts geschaltet. Das Ganze hängt parallel mit da drauf. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, wie funktioniert jetzt das Ganze? Also wir haben hier, ne, zwei Kondensatoren, Eingang, Ausgang, Glättung. Hier ist eine Induktivität und hier haben wir zwei Feldeffekttransistoren, also zwei Schalter, sagen wir einfach mal. Die Bodydiode, die man hier sieht, die Freilaufdiode, die ist bei Feldeffekttransistoren in der Form prinzipbedingt mit drin, also ist bauartbedingt vorhanden. Na, die kann man auch nutzen, die ist auch spezifiziert im Datenblatt, das kann man alles tun, deswegen habe ich die auch mal so mit reingezeichnet. Das ist dann gleich ein bisschen angenehmer, wenn man das versucht zu verstehen. Da male ich jetzt mal ein bisschen den Rum hier, ne? Wir starten das mal so und wir stellen uns hier mal vor, hier scheint die Sonne. Hier haben wir dementsprechend unsere Anlage. Und jetzt habe ich vor, okay, ich habe da gut Sonne, ich habe mehr Strom, als ich brauche und jetzt möchte ich von der Anlage ein bisschen was abnehmen. Das heißt also, ich kann Folgendes machen. Ich kann jetzt hier oben diesen Schalter einschalten, also den ersten davon, und dann passiert Folgendes, dann fließt hier ein Strom. Und zwar fließt er dann hier über den Schalter, durch die Induktivität, durch meine Batterie, hier unten zurück, entsprechend wieder in die Anlage. Das wäre dann so der Stromfluss, der erstmal stattfinden würde. So, was passiert jetzt dabei? Fließt natürlich ein Strom durch die Induktivität, dementsprechend baut diese Induktivität hier ein Magnetfeld auf. Ja, also logischerweise, weil hier fließt ja ein Strom durch, der Strom steigt jetzt langsam an durch die Induktivität, wie das so ist. Ne? Der Strom verspätet sich, sagt man ja immer so schön, und dementsprechend baut sich hier ein Magnetfeld auf und der Strom steigt langsam an. Das ist ein gewisser Zykel, ne? Also wir reden irgendwie von Mikrosekunden oder sowas. Wenn man eine Wandlerfrequenz, Taktfrequenz von 60, 65 Kilohertz sowas haben, kann man sich das ausrechnen. Das sind ein paar Mikrosekunden, was so ein Schaltzyklus dauert, der hier ein ist. Und dann resette ich das Ganze mal, dass wir hier nochmal neu zeichnen können. Sehe das ja so aus, wenn wir den Schalter da oben jetzt öffnen, den hier, also dass hier wieder gesperrt ist quasi, dass die Induktivität jetzt eine gewisse Energiemenge gespeichert hat durch diesen Zyklus. Jetzt würde ja Folgendes passieren: Der Strom will hier irgendwo weiterfließen. Also der will hier irgendwo hin, die Energie, die hier drin ist. Und jetzt bildet sich hier folgender Kreis. Na, also es fließt halt hier dann so durch diese Freilaufdiode hier unten, durch diese Bodydiode von dem unteren FET, würde jetzt hier ein Stromkreis entstehen, weil die hat natürlich noch ihre Spannung entsprechend und die versucht hier ihren Strom weiterzutreiben und dementsprechend schließt sich dann dieser Stromkreis hier und der würde dann hier auch weiterhin durch die Batterie fließen. Das ist das Prinzip eines Step-Down-Wandlers. Ne? Also man hat diese zwei Zyklen. Einmal fließt der Strom durch den oberen Schalter, durch die Induktivität. Und wenn der öffnet, dann fließt der Strom durch die Induktivität hier unten weiter, bis sich das Magnetfeld wieder abgebaut hat. Bis das wieder null wäre. Und dann würde der Strom hier zum Erliegen kommen. Und dann beginnt ein neuer Zyklus. Dann würde entsprechend hier wieder der obere eingeschaltet werden und würde dann hier wieder einen Strom fließen lassen, bis die Induktivität wieder ein paar geladen ist, ne, sozusagen, bis ein Magnetfeld aufgebaut hat. So weiter und so fort. Das wäre also die eine Richtung. Ne? Also wenn man jetzt vorhat, man will von der Balkon-PV Energie abziehen und damit den Akku laden.
Jetzt gibt es auch einen zweiten Fall. Und zwar gibt es den Fall, es ist draußen dunkel, wir haben hier nichts mehr, ne? Hier ist null mehr oder weniger und wir wollen jetzt aber doch noch aus unserem Akku gerne ein bisschen das Haus betreiben, ne? Wollen Fernsehen gucken, der Kühlschrank läuft, ist ja egal, irgendwie sowas. Dann muss sich ein anderer Kreis ergeben und der sieht dann so aus. Das heißt also, wir haben hier unten noch einen Schalter. Das heißt also, wir schalten diesen Schalter mal ein und dann würde sich folgender Stromverlauf ergeben, ne? Wir haben hier einen Akku. Das heißt also, von dem Akku fließt dann Strom hier durch den geschlossenen Schalter, hier zurück, wieder zum Akku hin, da. Dann passiert wieder das Gleiche, was vorhin auch passiert ist, und zwar wird diese Induktivität hier aufgeladen. Also baut ein Magnetfeld auf, der Strom steigt hier langsam an, genau das Gleiche, nur andersrum, wie man sieht, ne? Weil der Strom fließt halt so rum. Vorhin ist der Strom von hier so rumgeflossen. Das heißt, wir bauen jetzt hier in der anderen Richtung Magnetfeld in der Induktivität auf. Das ist auch wieder ein gewisser Zyklus. Ne? Wir haben die gleiche Wandlerfrequenz irgendwie. Ne? Was 60, 65 Kilohertz ist jetzt erstmal egal. Irgendwas mal als Beispiel. Das heißt also, ein paar Mikrosekunden ist dieser Schalter geschlossen und baut hier entsprechend ein Feld auf. Und der wird dann irgendwann geöffnet, ne? Nach einer gewissen Zeit. Das heißt also, der Schalter hier ist offen. Wir haben hier nach wie vor ein Magnetfeld und dementsprechend auch will der Strom weiterfließen durch die Induktivität. Die baut also eine Spannung auf. Und diese Spannung erhöht sich jetzt, weil die Induktivität bestrebt ja irgendwie ihren Strom fließen zu lassen. Ja, die hat ja jetzt hier ein Magnetfeld und dementsprechend ist auch ein Strom, der weiterfließen möchte und die versucht den Strom irgendwo hinzudrücken. Dementsprechend hebt sich die Spannung an der Induktivität an. Das ist so die Eigenschaft und das ist der Stromkreis, den ich hier gerade eingezeichnet habe. Das heißt also, über die obere Bodydiode hier würde dann der Strom fließen in den MPPT vom Wechselrichter rein und dann wieder zurück zur Batterie. Das ist also quasi ein klassischer Step-Up-Wandler. Wir setzen also die Spannung aus dem Akku hoch auf die MPPT-Spannung, auf die nötige und lassen den Strom da fließen. Das sind jetzt also im Prinzip diese zwei Formen, wie man diesen Wandler betreiben kann mit seinen fünf einfachen Bauteilen und jeweils von jeder Form die zwei Zyklen, die es gibt, ne? Also wie diese Schalter angesteuert werden. Man macht also hier eigentlich nichts anderes, als dass man eine PWM auf den jeweiligen Schalter gibt. Und dadurch ergibt sich über das Tastverhältnis der PWM dann entsprechend eine Ausgangsspannung an der jeweiligen Seite. Das ist also der ganze Trick. Das heißt also, es geht jetzt im Prinzip nur darum, mit der Steuerung zwei PWM-Signale auf diese Schalter zu generieren, die entsprechend der Form sind, dass man den Akku dann lädt oder entlädt und mit der entsprechenden Leistung, die man dazu haben möchte. Daraus ergeben sich jetzt vielleicht noch so ein, zwei Fragestellungen. Und zwar, ich speise ja jetzt hier lustig aus meinem Akku eine Spannung hier in den MPPT ein, wo die Module noch mit dran sind und draußen ist es ja dunkel. Was passiert denn da jetzt? Ja, die Module an sich grundsätzlich, die leiten elektrischen Strom logischerweise. Die erzeugen nicht nur welchen, sondern wenn man da eine Spannung anlegt, dann fließt da auch Strom durch. Aber die muss natürlich so hoch sein, die Spannung, dass die entsprechend der Flussspannung sämtlicher in Reihe geschalteten Zellen entspricht. Und so ein 60-Zellen-Modul, zwei davon in Reihe 120-Zellen-Module, die haben irgendwo, jede Zelle hat so 0,5, 0,6 Volt, irgendwie sowas, ne? Flussspannung, je nach Temperatur, nachts ein bisschen höher, weil es ist ja kühler. Kann man sich also ausrechnen, wenn wir jetzt da irgendwo so bei 60, 65 Volt sind, dann passiert ja nichts, ne? Also wenn wir in die Richtung 70, 75 Volt kommen, könnte man mal überlegen, ob da vielleicht anfängt, Strom zu fließen. Das heißt also, ich muss mit meiner generierten Wandlerspannung hier an dem MPPT einfach nur unter der Flussspannung der Module bleiben und dann ist das kein Problem. Dann leiten die nicht, ne? Und dann passiert da auch nichts. Dann fließt der Strom auch nur in den MPPT vom Wandler. Ne? Ich beschränke mich in meiner Spannung also einfach irgendwo so auf 50 Volt, 55, 60 Volt meinetwegen, ne? Dass ich so gut in dem Bereich von dem MPPT liege, dass der vernünftig arbeiten kann und dann ist das okay. Ne? Also dann passiert in der Richtung schon mal nichts. Anderer Punkt wäre vielleicht noch, was ist denn mit dem Standby-Verbrauch von dem Wandler? Ne? Wenn jetzt irgendwie keine Sonne scheint, irgendwie kein Solarertrag da ist oder so und der Akku hängt da dran. Ja, ich meine, man sieht es ja schon an diesen fünf Bauteilen, ne? Das ist recht simpel. Also wenn diese beiden Schalter hier geöffnet sind, dann fließt kein Strom. Ne? Hier oben ist kein geschlossener Stromkreis, weil der Schalter ist offen. Und hier unten ist kein geschlossener Stromkreis, weil der Schalter ist offen. Das heißt also, prinzipbedingt ist der Energiebedarf von diesem Wandler null, ne? Wenn er nicht betrieben wird. Klar, es gibt eine Ansteuerschaltung, es gibt vielleicht irgendwo einen Mikrocontroller, dies, das. Ne? Also ne, ganz richtig ist es nicht. Aber grundsätzlich ist der Energiebedarf dieses Wandlers erstmal nahe null. Frage nach der Regelung. Ja, ne, deshalb habe ich auch letztens so meine Smart Meter Auslesegeschichte hier gemacht vor ein paar Wochen. Eine oder andere erinnert sich vielleicht. Das hängt dann natürlich mit zusammen, ne, weil diese Schaltung wird mir dann mitteilen, was habe ich denn am Übergabepunkt überhaupt für eine Leistung, sagen wir mal so, ne, und in welche Richtung ist diese Leistung, ne, und was muss ich da eventuell regelungstechnisch machen. Dafür hatte ich das mal gebaut. Deshalb hier nochmal kurz der Rückblick.
Und ja, wie das Ganze jetzt in so einem Prinzip-Schaltbild aussehen könnte, das habe ich auch noch mal so grob skizziert. Das ist jetzt ein paar Linien mehr, ein paar Teile, aber ich denke mal, wenn wir noch mal kurz drüber sprechen, ist das auch relativ ersichtlich, ne? Für hier oben haben wir durch die Sonne scheinen und ist die PV, ne? Die schweißt dann erstmal hier in den Wechselrichter ein, in den MPPT, und der Wechselrichter schweißt dann entsprechend ins Netz. Hier gibt es den ersten Knotenpunkt jetzt erstmal in dem Fall. Und zwar speist der ja AC-seitig hier ein vor dem Zähler. Also hausseitig gesehen vor dem Zähler. Und da hängt ja auch das Haus mit dran. Das heißt also, wenn ihr in den Kühlschrank läuft oder einen Fernseher oder irgendwas, wie auch immer, dann geht die Leistung hier natürlich schon mal weg. Und der Rest, der noch überbleibt, der geht dann halt über den Zähler ins Netz. Und hier ist dann das Stromnetz. So würde das ja laufen. Wenn ich jetzt hier einen größeren Bedarf habe, wenn meinetwegen irgendwie gerade, keine Ahnung was, Essen kochen oder so, 2 kW, Herd ist an, dann würden die paar hundert Watt hier von der PV-Anlage, von der Balkon-PV nicht ausreichen. Das heißt also, der Rest würde hier noch aus dem Netz dazu fließen, dann mit ins Haus rein. Deswegen sind hier auch keine Pfeile an diesen Linien, weil der Strom kann überall in alle Richtungen fließen. Deswegen macht hier ein Pfeil nicht so viel Sinn in diesem Moment. Jetzt, das, was ich ergänzen will, kommen wir hier zu dem nächsten Knotenpunkt. Hier würde ja jetzt mein DC-DC-Wandler, den ich gerade beschrieben habe, angreifen und würde dann hier den Akku verbinden, entsprechend auf dieser Seite. Und der braucht natürlich eine Regelgröße. Und diese Regelgröße würde er dann in diesem Fall vom Zähler kriegen, von meiner Ausleseschaltung. Hier ist auch der Pfeil, weil hier gehen Daten nur in eine Richtung, da wird nicht kommuniziert. Das heißt also, der Mikrocontroller dieses Wandlers, der würde dann nur die Informationen vom Zähler kriegen. Was ist denn hier am Zähler gerade los, ne? Was ist denn da jetzt für eine Leistung, ne? In welche Richtung ist Leistung und wie groß ist die und so weiter. Und der kann sich dann entsprechend darauf einstellen. Kann das ernst nehmen oder auch nicht, je nachdem, was er möchte. Da ergeben sich jetzt verschiedene Punkte. Ja, und diese verschiedenen Punkte, die können so aussehen. Ne? Man könnte zum Beispiel einmal auf Null regeln an der Netzübergabe, also am Netzübergabepunkt. Man könnte sagen, okay, ich will jetzt da 0 Watt stehen haben, weil ich habe gut Sonne und ich habe wenig im Haus und ich habe ja noch einen Akku. Und ich sage jetzt zum Beispiel, ja, im Haus ist irgendwie 100 Watt oder so ein Grundbedarf. 400 kommen von der Sonne. Das heißt also, ich kann mit 300 einen Akku laden und 100 lasse ich noch über. Hier nimmt sich dann der Wechselrichter logischerweise, ne, weil Stromaufteilung im verzeichneten Stromkreis, das Summe ist 0, ne, weil und so weiter Energieerhaltungssatz, deswegen, das ergibt sich ja dann automatisch. Das heißt also, der Wandler kann in dem Moment dann sagen, okay, ich nehme so und so viel Leistung weg in den Akku und dann bleibt für den Wechselrichter entsprechende Leistung über und die speist er dann ins Netz ein, beziehungsweise ins Haus. Also ins Hausnetz sozusagen. Und dann wäre am Übergabepunkt 0, weil das Haus braucht 100, der Wechselrichter speist noch 100 ein und dann würde im Netz würde nichts landen, da wäre dann 0. Das wäre so ein Punkt, wenn man Regeln auf 0 an der Netzübergabe machen will. Das wäre ein Beispiel, was man machen könnte. Dann könnte man auch eine bestimmte Leistung regeln. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich will rund um die Uhr 200 Watt einspeisen, jetzt mal als Beispiel. Ne? Das heißt also, ich zweige denn, wenn es hell ist, entsprechend so viel in meinen Akku ab, dass noch 200 überbleiben. Und wenn es dunkel ist, speise ich aus meinem Akku entsprechend 200 zurück, dass noch wieder 200 reingehen. Warum man auch immer jetzt irgendwie, ne, es ist halt einfach nur mal ein Beispiel, was man machen könnte. Ne? Also die Möglichkeiten sind halt da. Und dann könnte man halt auch noch auf einen bestimmten Akkustand regeln. Also wenn man jetzt sagt, irgendwie der Akku soll meinetwegen immer halb voll sein, ne? Der Rest kann ins Netz, weil ich brauche irgendwie abends, keine Ahnung was, irgendwie ich habe Fernsehen an oder so noch eine Stunde. Läuft irgendwie noch die Split-Klima, die noch ein, zwei Grad irgendwie ergänzen oder abziehen möchte oder sowas und braucht noch irgendwie 200, 300 Watt dafür. Das heißt also, so und so viel brauche ich dafür und die möchte ich in meinem Akku immer vorhalten. Kann der Wandler ja auch bestimmen. Ne? Da kann er ja auch sagen, okay, ich lasse jetzt Strom fließen in den Akku, bis er den Stand hat und dann mache ich nichts mehr, dann geht der Rest halt ins Netz. Die Möglichkeiten sind halt entsprechend da. Ne? Also man hat jetzt alles in der Hand. Man ist nicht irgendwie ferngesteuert von dem Akku, der direkt an dem Wechselrichter hängt und man weiß nicht genau, was passiert, ne, und der ist irgendwann leer, sondern man hat hier jetzt die volle Kontrolle in diesem Moment, ne. Man kann in alle Richtungen den Strom fließen lassen und man kann darüber, dass man halt die Rückinfo vom Zähler hat, auch dann wirklich entsprechend regeln. Und dann auch im besten Fall dafür sorgen, dass halt nie Leistung aus dem Netz kommt oder ins Netz geht. Ne? Mit 600 Watt Wechselrichterleistung ist der Spaß natürlich begrenzt, ne? Weil selbst die Kaffeemaschine morgens braucht mehr als 600 Watt. Dementsprechend geht das natürlich in der Praxis dann nicht. Aber wenn man jetzt sich eine größere Anlage vorstellt, dann wäre das so natürlich möglich. Ne? Dann könnte man netzparallel mit Null fahren. Ne? Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Das gibt es ja jetzt auch schon eine Weile. Nur es würde halt mit diesem Konzept ebenso auch funktionieren. Und deshalb prinzipiell geht mit jedem Wechselrichter. Ne? Also ich kann in jede Anlage kann ich eingreifen, DC-seitig und kann dann hier über so einen Wandler einen Akku anschließen. Ne? Das ist also grundsätzlich möglich. Der Wechselrichter kriegt ja nichts von mit und die Module kriegen prinzipiell auch nichts davon mit. Ne? Ich zwacke da einfach Leistung ab oder gebe welche dazu.
Und das Konzept ist jetzt auch nicht wirklich neu, möchte ich mal sagen. An der Stelle, das gibt es auch schon, beziehungsweise das gab es auch schon mal. Ne? Die Firma SolarWatt hatte mal sowas. Ne? Die hatten mal so ein Konzept im Angebot. Das hat genauso funktioniert. Ne? Also die haben wirklich über einen DC-Wandler dann da eingespeist an der Stelle und Leistung rausgenommen. Das Problem war halt, ja, es ist irgendwann, kannst du das nicht managen. Ne? Also du hast irgendwie gefühlt 1 Million Wechselrichter, Hersteller und am Markt irgendwie, die alle ihre Geräte verkaufen wollen. Und du versuchst dann dem Kunden ein Konzept zu übergeben, irgendwie, was dann lustig bunt aussieht, sage ich mal, und eine schöne Oberfläche hat, ist nicht handelbar, sage ich mal. Also kriegt man irgendwann nicht mehr hin. Ne? Deswegen gibt es das leider nicht mehr. Also ich fand das sehr schön, die Idee. Ne? Deswegen möchte ich das auch gerne so umsetzen hier in diesem Fall. Als Bastelprojekt, sagen wir mal, in nächster Zeit. Weil es ist halt von der Effizienz her, es ist einfach unschlagbar. Ne? Also das ist nicht zu toppen. Und auch von der Einfachheit her, es passt an die Anlage, es ist kompatibel. Ne? Also ich finde es halt ein geiles Konzept und deswegen möchte ich es halt gerne selber mal aufbauen. Und mich da mal gucken, ob man das so hinkriegt und wie weit man damit kommt und ob es überhaupt geht. Aktuell habe ich noch nicht so viel, aber wir schauen einfach mal. Hier nochmal der Beweis zu meinem Wasserstand. Ne? Also ich habe noch ein gutes Stück FR4, 3,2 mm Stärke, das etwas robustere Platinenbasismaterial da. Ich habe noch ABB-Automaten, ne, die DC ja bis 75 Volt schalten können, die ich mir gerne einsetze, die dann auch entsprechend als Trennschalter noch dazwischen kommen, dass man das Ganze auch freischalten kann quasi, also weg von der PV-Anlage und dass man auch noch eine gewisse Sicherung hat, sage ich mal, falls mal was schief geht. Ne, also immer gerne genommen. Draht in verschiedenen Durchmessern, um die Induktivität zu wickeln. Einen Kern habe ich auch noch da mit einem 52er Material, was etwas weniger Verluste hat bei den üblichen Frequenzen. Paar Klemmen noch für Platinenmontage und für ein bisschen Kondensatoren. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon fast. Ne? Also den Rest müssen wir jetzt nochmal so ein bisschen einkaufen und ein bisschen zusammenkratzen. Ne? Das ist aktuell immer noch ein bisschen schwierig, so State-of-the-Art-Teile zu kriegen, die nicht ausverkauft sind oder wahnsinnig überteuert oder gefaked. Muss mal ein bisschen gucken. Ne? Ich mal sehen, wann ich noch was zusammenkriege. Ne? Ich gebe jetzt auch nicht Unmengen Geld aus für irgendwas. Aber ja, wenn ich da soweit was zusammen habe und da entsprechend mit anfange, dann werde ich das natürlich auch noch weiterhin mit euch teilen. Ich muss mal gucken, wie viele Teile das denn insgesamt so werden. Ist noch ein bisschen Entwicklungsarbeit. Ne? Also ich habe jetzt selber auch noch nicht so weit weitergearbeitet. Ein bisschen was habe ich schon. Muss nochmal Schaltplan nochmal verfeinern, dann nochmal ein Layout machen, ne? Platinen herstellen. Ihr kennt das ja alles, wie das läuft. Dementsprechend, ja, gucken wir mal. Ne? Ganz entspannt irgendwann, pünktlich zum Winter, wenn keine Sonne mehr scheint, ist fertig. Das ist ja ganz normal, da mache ich mir gar keinen Stress. Deswegen, wir werden es sehen. Ne? Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass nächsten Frühling die Sonne auch wieder scheint. Von daher habe ich da kein Problem mit, solche Sachen auch zum Winter hin zu machen. Ne? Wir gucken mal. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal wie immer noch einen schönen Tag und tschüss.